Hallo ihr Lieben, ich bin Kaya und heute geht's weiter mit meiner Reihe Fit und gesund in der Schwangerschaft. Und ich habe für euch ein Core-Workout kreiert, speziell fürs erste und fürs zweite Trimester. Und wir werden ausschließlich die seitliche Bauchmuskulatur stärken. Ich benutze heute ein leichtes Gewicht und ein schwereres. Ihr könnt aber auch einfach die Gewichte weglassen oder euch Wasserflaschen nehmen. Wenn eine Übung zu anstrengend ist, oder es im Bauch zieht, legt einfach eine Pause ein. Also ab auf die Matte mit euch und ganz viel Spaß. Ich freue mich riesig, dass du dir heute wieder Zeit für Sport und Bewegung nimmst. Wir starten gleich mit einer kleinen Aufwärmung für unsere seitlichen Bauchmuskeln. Dafür kommst du tief in deinen Sumo-Squat und ziehst dich jeweils zu den Seiten. Wir fangen erstmal ganz entspannt an und bereiten deinen Körper vor. Nur noch 20 Sekunden, Hälfte schon geschafft. Noch 3, 2, 1 und kurze Pause. Und jetzt schnappst du dir direkt dein leichtes Gewicht. Wir machen weiter mit einem Side Plank und einem Crunch. Hier hast du aber auf jeden Fall dein unteres Knie am Boden, damit die Belastung nicht zu stark wird. Schieb die Hüfte schön hoch und jetzt ziehst du Ellenbogen und Knie zusammen und streckst dich wieder aus. Genau, sehr gut. Hälfte schon geschafft, nur noch 20 Sekunden. Nur noch 3, 2, 1 und wir wechseln einfach nur die Seite. Dreh dich einmal um und komm wieder in dein Side Plank. Und hier auch wieder Hüfte schön hochschieben und Ellenbogen und Knie berühren sich. Lass deine seitlichen Bauchmuskeln hier arbeiten. Yes! Nur noch 20 Sekunden, gleich geschafft. Nur noch 3, 2, 1 und kurze Pause. Komm in deinen Vierfüßler und dann ziehst du rechten Ellenbogen und linkes Knie zusammen, streckst dich auseinander und rotierst mit der rechten Seite auf. Genau. Und go. Hier bestimmst du dein Tempo. Zieh dich zusammen und streck dich wieder auseinander mit Rotation. Nur noch 20 Sekunden, gleich geschafft. Nur noch 3, 2, 1. Schüttel kurz deine Handgelenke aus und wir wechseln einfach nur die Seite. Linker Ellenbogen und rechtes Knie ziehen zusammen und streck dich wieder auseinander. Genau, mit Rotation. Mhm.
11. schon geschafft. Nur noch 20 Sekunden. Bleib dran. Nur noch 3, 2, 1 und kurze Pause. Jetzt kannst du dich hinknien oder hinstellen. Schau mal, was dir angenehmer ist. Jetzt schnappst du dir dein schweres Gewicht und wir machen hier Side Crunches. Wir beginnen mit der rechten Seite. Führ dein Gewicht Richtung Knie und aus der seitlichen Bauchmuskulatur ziehst du dich wieder hoch. Richtig schön langsam, nur auf Technik. Nur noch 20 Sekunden, gleich geschafft. Nur noch 3, 2, 1. Und wir wechseln hier wieder nur die Seite. Nimm dein Gewicht in die linke Hand und wir arbeiten mit links. Jetzt führ dein Gewicht wieder Richtung Knie und aus der seitlichen Bauchmuskulatur ziehst du dich wieder hoch. Genau. Hälfte schon geschafft, nur noch 20 Sekunden. Bleib dran. Nur noch 3, 2, 1. Kurze Pause und wir kommen in unser Side Plank und arbeiten weiter mit Crunches. Diesmal ohne Gewicht. Du kannst entscheiden, hast du deinen Fuß auf dem Boden oder dein Knie. Du entscheidest hier deine Belastung. Hüfte schön nach oben schieben. Ellenbogen und Knie berühren sich und dann wieder auseinanderstrecken. Sehr gut. Nur noch 20 Sekunden, Hälfte schon geschafft. Nur noch 3, 2, 1. Kurze Pause, atme nochmal durch. Wir bleiben genau auf derselben Seite und kommen in einen Side Plank und halten hier. Und go. Hüfte schön hochschieben. Du entscheidest wieder, ist dein Fuß auf dem Boden oder dein Knie. Nur noch 20 Sekunden. Bleib dran. Über die Hälfte schon geschafft. Nur noch 3, 2, 1. Kurze Pause und dreh dich einmal komplett um. Und wir machen wieder weiter mit unserem Side Plank mit dem Crunch. Schieb die Hüfte schön nach oben und zieh Ellenbogen und Knie zusammen. Yes! Und das ist hier schon unsere vorletzte Übung, deswegen gib nochmal alles. Nur noch 20 Sekunden. Nur noch 3,
2, 1. Entspann dich kurz. Und wir kommen jetzt zu unserer letzten Übung für die seitlichen Bauchmuskeln. Komm nochmal in deinen Side Plank und halte hier. Und go. Hüfte nochmal ein bisschen höher schieben. Streck gerne den Arm nach oben aus und atme. Genieß es. Das ist deine letzte Übung und dann bist du schon durch. Nur noch 15 Sekunden. Ich glaube an dich. Das schaffst du. Nur noch 3, 2, 1 und geschafft. Perfekt. Ich bin super stolz auf dich. Atme durch, setz dich auf und komm in deinen Schneidersitz. Atme tief durch die Nase ein, mach deinen Bauch ganz voll und atme durch den Mund wieder aus. Sehr gut. Dann stell die linke Hand neben dir in den Boden. Und zieh dich mit der rechten einmal richtig schön zur Seite. Wir wollen jetzt nochmal unsere seitlichen Bauchmuskeln richtig schön dehnen zum Abschluss. Das haben sie sich verdient. Bleib bei deiner tiefen Atmung. Und dann wechsel ganz entspannt die Seite. Rechte Hand neben dir in den Boden. Und zieh dich mit der linken ganz weit rüber zur rechten Seite. Yes. Und dann löse langsam und wir drehen uns einmal im Sitz nach links. Dein Oberkörper ist ganz aufrecht. Und einmal nach rechts. Sehr schön. Ich hoffe, es hat dir und deinem Babybauch gefallen. Abonniere super gerne meinen Kanal, dass du keine Workouts mehr verpasst. Und ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen auf der Trainingsmatte.